Hallo, in diesem Video möchte ich ein kurzes Review zu meinem ThinkPad Edge machen. Es geht nicht darum, das Notebook selbst zu beschreiben, sondern es geht vielmehr darum, das Design insgesamt zu beschreiben und was dabei gut und was dabei schlecht weggekommen ist. Eine der ersten Sachen, die auffallen, ist vielleicht, dass hier oben so Klebeteile drauf sind. Die sind deswegen da, weil wenn man genau guckt, sind die Beschriftungen für F1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in Rot. Und das lässt sich in der Dunkelheit sehr schlecht sehen, wenn es ein bisschen dunkler ist. Außerdem ist es relativ klein drauf gedruckt. Und hier ist auch noch die Escape-Taste in der gleichen Größe wie die F-Taste. Eine komplett andere Funktionstaste, aber trotzdem die gleiche Größe, das gleiche Aussehen. Da ist es dann schwierig, mit F1, 2, 3, 4 klarzukommen. Deswegen habe ich mir das einfach drüber geklebt. Punkt 2 ist, wir haben eine Drucktaste hier. Ich weiß nicht, wieso ich eine Drucktaste hier unten brauche, unbedingt. Dafür habe ich weder links noch rechts eine Kontextmenü-Taste. Okay, man kann sich jetzt fragen, warum ich eine Kontextmenü-Taste brauche. Die Antwort ist die, dass ich sehr viel mit der Tastatur arbeite. Und bis ich hier auf diese Taste mal gedrückt habe, oder bis ich zur Maus gegangen bin und hier auf diese Taste gedrückt habe, vergeht eine relativ lange Zeit. Und wenn der Cursor sowieso schon da steht, dann kann ich einfach die Kontextmenü-Taste drücken. Eine Sache, die sehr positiv auffällt für mich, ist, dass sowohl hier als auch hier Tasten sind. Hintergrund ist der, dass ich manchmal diese Tasten benutze und manchmal diese Taste benutze, je nachdem, wo gerade mein Finger ist. Also wenn ich zum Beispiel hier oben am Schreiben bin, mit der rechten Hand oder mit der rechten Hand irgendwas am Machen bin, dann kann ich meine linke Hand ganz ruhig hier auf dieser Taste ruhen lassen, ohne dass irgendwas passiert. Ich hebe das deswegen nochmal hervor, weil es in letzter Zeit scheinbar Notebooks gibt, die beide Tasten gar nicht haben oder nur noch ein Feld oben oder nur noch ein Feld unten. Oder nochmal ein positiver Punkt zum Touchpad, es ist mittig vom Gesamtrechner. Das ist sehr angenehm zum Sitzen, weil ich dann meine Hände hier habe, mein Kopf auch in der Mitte ist und das alles in der Mitte vom Bildschirm ist. Das heißt, ich bin zentriert zum Bildschirm und nicht wie bei manchen anderen so ein bisschen seitlich und gucke dann so auf den Bildschirm. Ansonsten hat dieses Notebook hier keine Tastaturbeleuchtung. Und ich bin deswegen hochgegangen, weil man normalerweise manchmal in manchen Pads hat man hier oben eine kleine Lampe drin. Und es gibt einige Notebooks, die haben die Tastaturbeleuchtung hier und es gibt einige Notebooks, die haben sie hier. Man kann sich jetzt darüber streiten, was davon besser ist. Ich halte die Lampe für oben für wesentlich besser. Wenn hier oben eine Beleuchtung drin ist, dann beleuchtet das den gesamten Bereich hier. Und wenn es jetzt dunkler ist, dann wird auch gleichzeitig damit der Bereich um den Bildschirm ein bisschen beleuchtet und das ist fürs Auge wesentlich angenehmer, finde ich. Ein weiterer Kritikpunkt ist dieser Stromstecker an der Seite. Ich halte das für, also man sieht hier schon, der ist relativ nach hinten gebogen, der sieht eigentlich immer so bei mir so aus. Ich denke, dass die meisten wahrscheinlich den Stromstecker nach hinten verlegt haben und nicht an die Seite. Deswegen halte ich das Design an der Seite für eher mangelhaft. Nochmal ein positiver Punkt sind die Anzahl der Anschlüsse. Ich finde sie insgesamt gut ausbalanciert. Hier ist ein USB-Anschluss. Wir haben hier an der Seite zwei USB-Anschlüsse und noch einer ist hinten. Dieser USB-Anschluss hier ist gleichzeitig ein eSATA-Anschluss. Das ist so ein 2-in-1-Anschluss. Ein weiterer Kritikpunkt an den äußeren Lichtern. Es gibt keine Caps-Lock-Beleuchtung hier. Ich verstehe auch nicht, wieso man sowas nicht reinmacht, weil das wahrscheinlich nur 2 Euro kostet, um da so ein kleines Lichtchen anzumachen, ob die Taste jetzt gedrückt ist oder nicht. Kann ich nicht einschätzen. Finde ich auf jeden Fall sehr störend, wenn ich immer eine Software anhaben muss, um zu sehen, ob mein Caps Lock aktiviert ist. Und das wird ja auch nicht dauerhaft eingeblendet. Sehr unangenehm. Mikrofon, das ist hier oben eingelassen. Man sieht, dass es da eingelassen ist. Das ist auch sehr positiv. So, ein anderes, eher exotischeres Problem ist, dass sowohl der Ton als auch die Helligkeit des Displays, als auch die Boxen über Software gesteuert werden. Das ist deswegen ein Problem, weil man in verschiedenen Situationen, in verschiedenen Zuständen des Rechners unterschiedliche Profile für Ton und Licht hat. Bei der Helligkeit ist es eher nur nervig, fällt aber nicht so negativ auf. Beim Ton fällt es dann negativ auf, als Beispiel. Ich bin zu Hause, höre Musik, lege meinen Rechner schlafen, während der Player noch läuft, also Energiesparmodus oder sowas. Und dann nehme ich den Rechner mit in eine Bibliothek oder sowas. Und ich weiß, okay, da lief noch Musik vorher. Das heißt, wenn ich den jetzt starte, dann läuft die Musik immer noch. Also versuche ich natürlich hier über den Ton erstmal direkt Ton auszumachen oder sowas. Das geht aber nicht, weil sobald Windows geladen wird, wird ein Tonprofil oder sowas geladen und die Musik brüllt los. Die Alternative wäre, was man früher noch hätte machen können, ist einfach den Stecker hier reinstecken, weil die Ausgabe dann direkt über die Boxen rausgehen. Aber auch das ist softwaregesteuert und das führt zumindest bei diesem Notebook sogar dazu, dass wenn ich den Stecker reinstecke, dass der das nicht mal erkennt, dass da überhaupt Boxen dran sind. Also nicht mal, wenn Windows geladen ist nach einer längeren Zeit, sondern der denkt einfach, da ist nichts drin.